Unsere Natur ist sehr vielseitig. Jede Region hat eine für sie typische Zusammensetzung an Arten. Welche Arten dort leben, ist von unterschiedlichen ökologischen Faktoren abhängig. Das sind zum einen abiotische Faktoren, wie die Klimabedingungen der Region, die Beschaffenheit des Bodens oder die Lichtverhältnisse. Zum anderen aber auch biotische Faktoren, wie die Konkurrenz zwischen Arten um geeignete Standorte oder Nahrung, die die Artenbestände beeinflussen. Die Zusammensetzung der Arten ist deswegen nicht für alle Zeiten konstant, sondern kann sich mit den gegebenen Faktoren verändern. Ändert sich zum Beispiel das Klima, können Arten in andere Regionen einwandern. So hat die in Südeuropa verbreitete Wespenspinne mit der allmählichen Klimaerwärmung Teile Deutschlands erobert. Auch die Verbreitung von Arten über große Distanzen ist auf natürlichem Weg möglich. Zum Beispiel können Samen, Eier oder Larven im Gefieder von Zugvögeln oder im Fell und zwischen den Klauen von wandernden Tieren transportiert werden. Die Neueinkömmlinge fallen meistens erstmal nicht sonderlich auf. Vor allem, wenn sie allmählich und aus angrenzenden Gebieten zuwandern. Auch wir Menschen beeinflussen schon immer die Verbreitung von Arten. Seitdem wir auch die letzten Gebiete der Erde entdeckt haben, hat der Austausch von Arten aus vorher isolierten biogeografischen Gebieten drastisch zugenommen.